Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, wir rasten mal am Feuerchen und machen unseren Stufenaufstieg. So, was nehmen wir denn jetzt? Hier machen wir einen Vitalität. Mehr können wir auch nicht. Dann muss als nächstes, glaube ich, Kondition. Wie gesagt, will ich ja erstmal beides auf 20 bringen. Und dann halt die Stärke. Ne? Oder nochmal? Ich guck erstmal, ob es jetzt Kondition war, was ich dann als nächstes. Ja. So. So, mehr können wir noch nicht. Dann gehen wir runter zu unserem Freund, dem Schmied. Und rüsten nochmal auf. Hallöchen, ne? Alles raus, alles klar. So. Jetzt brauche ich denn 10.000 Seelen. Ach so, ja. Gut. Ja, die sammeln wir bald, hoffe ich. Und sterben dabei nicht. Ja, was machen wir jetzt hier? Wäre mal eine interessante Frage. Weiß ich selbst noch nicht. Womit ich jetzt hier weitermachen werde, das überlege ich jetzt noch. Während ich hier aufnehme. Das ist auch sehr schlau. Aber ich habe ja meine Vermutung. Also das nehme ich jetzt erstmal wieder einhändig. Bah. Oh. Hat es gerade jemand geschafft, hier die erste Glocke zu läuten? Wir haben es ja schon längst hinter uns. Die erste Sau. Du, was machen wir denn als nächstes? Ich denke, ich weiß, was wir als nächstes machen. Muss nur überlegen, wie wir da hinkommen. Halt's Maul. So. Ach ne, ich gehe nicht den langen Weg. Der Weg ist mir zu lang. Wie gesagt, ich kann ja auch mal ein paar Seelen farmen. Ohne euch. Irgendwann mal. Einfach mal. Seelen, Menschlichkeit, Scherben, was man halt so farmen kann. So. Ritter. Ach echt. Die guten Border Knights. Und tschüss. Da kann man auch irgendwann mal noch hin. Aber jetzt noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal wieder außen rum. Am Feuerbandschrein können wir uns ja gleich mal wieder ein wenig ausruhen. So, ich muss nämlich wieder dahin, wo der Ziegendämon ist, glaube ich. Bin mir aber wie gesagt nicht sicher. Also da, in die Gegend, wo der Ziegendämon war. Der ist ja nicht mehr. Der hat das Zeitliche gesegnet, der gute Mann. Wo will ich denn hin hier? Da. Leichte Verwirrung macht sich breit. So. Nummer 1. 2. Oben ist ja irgendwo der Halbaffe. Ach, Mist. Ja. Einmal in Ruhe durchgerusht. Ja, ist kein Problem mehr für uns. Oh. So. Alles schon tausendmal gemacht. Kommen wir jetzt hier eigentlich lang. Mittlerweile. Nee. Ach, muss man von der anderen Seite aus machen. Okay. Ja, da kommen wir vermutlich später mal hin.
Weiß noch nicht wann. Irgendwann wird's sein. Tja, liebe Mistviecher. Gegen den Chef habt ihr keine Chance. So, du da oben. Darfst nicht fehlen, mein Freund. Nehmen die unten irgendwie auch gleich mal noch mit. Einfach ein paar Seelen sammeln. Wenn wir schon mal dabei sind. Hey, Freunde. Kennt ihr mich? So. Dann geht's wieder zum Leuchtfeuer. Und dann gehen wir wieder back to Unity, Alter. Zu unserem Freund, der ja tot ist. Zum Glück. War schwer genug, der Kerl. Aber wir haben ihn ja klein gekriegt. Das Mistvieh. ...1088 Seelen. So. Jeder muss mal sterben. Brauchst du gar nicht meckern, mein Freund. Ups. Hui. Dann kommen ja hier die Hundis. Wenn sie mal kratzen, rauschen oder sonst was gibt, das sind die blöden Katzen, die hier ständig an das Kabel vom Mikrofon kommen. Was mir sehr auf die Nüsse geht. So. Die Viecher alle tot. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier lang muss. Bin mir da gar nicht so sicher. Laut dem Tino muss ich hier lang. Aber was weiß der schon? Müsste es ja theoretisch hier irgendeine Tür geben, die ich öffnen kann. Gibt es natürlich nicht. Dann gehe ich mal. Weiß ich auch nicht. Also er sagte da, wo es zum Ziegendämon geht, nur in die andere Richtung. Das ist ja hier. Oh, Moment. Hui. Ui. Irgendwas. Den falschen Hals bekommen hier. Herr Jemini. Ach Mensch. Wenn man den Sprungangriff machen soll, dann macht er nicht. So. Da, was zum Ziegendämon geht, nur in die andere Richtung. Meint er vielleicht doch da unten lang? Könnte ja auch sein. Erstmal hier. Ein Flakörchen.
Oh. Ei. Ja. 3 auf 1, Baby. So. Alle gekillt. Was steht hier? Versteck. Warum soll ich mich hier verstecken? Oder... Nö. Hm. Wer weiß. So, hier... Ah, die Hunde sind ja da. Heidwitzka. Mit denen habe ich jetzt gar nicht gerechnet, mit den Zweien. Hier wird es ja nicht lang gehen. Nee, hier gibt es soweit nichts. Aber ich habe ja hier, glaube ich, irgendeinen Schlüssel bekommen. Nö, nö, hier gibt es nichts. Also gehe ich mal runter. Und checke das mal. Oh, da war ja hier in der Ecke einer. Halto. Sitzt ihn da genau. Lass mal sterben lassen, den Sack. So, da oben waren wir ja schon mal. Da war der Bogenschütze. So, das hier war, glaube ich, beim letzten Mal verschlossen. Ja. Da hole ich mir erstmal den Bogenschützen und guck mal, wo kam ich da oben nochmal raus? Kam ich da auch irgendwo Interessantes raus? Da ging es hier lang. Das wollte ich ja mal noch checken. Hier ist Wasser. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind hier. Kommen wir doch bestimmt. Genau. Das ist die andere Seite. Haha. Sehr gut. Wir lassen es auch offen. Das ist schon mal super. Hey, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Nö. Wo ist verkauft die gute? Giftige Wurf, Mr. Toten. Mhm. Ja, Köder. Wanderfluch brauchen wir irgendwann. Ja, das ist natürlich praktisch. Faules Harz. Oh, hier kann man Menschlichkeit kaufen. Was kostet das denn? Eine. Uiuiui. Naja. Als Maul, Alter. So, aber jetzt gehen wir mal zu den Untiefen. Hindurch. Alter, ist das hier heiß? Der PC wird einfach so scheiße heiß, also das Gehäuse, wenn ich zocke. Mal gucken hier, dass ich nicht angegriffen werde. Man weiß hier nie. Kenn mich halt hier nicht aus. Waren wir auch noch nie. Ach, guck. Ah, ein Freund. Was macht der hier hinten? Bevor ich an die da unten denke.
So. Ich renn mal dahinter. Ah, da sehe ich doch noch was. Eine Soldatenseele. Na, supi. Achso, hier habe ich jetzt das Boulder-Schwert. Das könnten wir natürlich zum Schmied. Jetzt haben wir die Seelen ja zusammen. Hey, du da. Au, hau ab. Passt mal auf. Ja. Auch du. Du schon lange. Da ist ja noch einer. Wie viel seid ihr denn? Oh. So. Warum schießt doch hier jemand? Alter, was bist du denn für einer? Ach Mist. Oh. Der kommt ja echt hoch. Alter, den da. Oh, Alter. Nicht mit mir, mein Freund. Au, doch mit mir. Alter. Ui. Oh, oh. Hacke-Peter hier. Ey, Hacke-Peter, was willst du? Sterben willst du? Oh, plündern kann ich dir auch noch einen schönen Sack. Der hat einen schönen Sack für uns hier. So, jetzt gucken wir mal weiter. Da geht's runter. Also, beziehungsweise eigentlich eher nicht. Alter. Warn mich doch vor, Junge. Und sagen, gucken, wie jemand gestorben ist. Ich vermute mal am Dicken. Er hat ordentlich auf die Fresse gekriegt von dem. Hier zum Glück nicht. Was bist du denn da unten noch? Ach, noch ein Pfiffi. Ja, kein Thema. Oh, noch einer. Ah. Große Glut. So, da geht's lang. Oder auch nicht. Eher nicht. Bin ich verrückt. So, eigentlich müsste ich jetzt nochmal zurückgehen. Und meine Seelen eintauschen. Das wäre, glaube ich, angebracht. Ach Mist. Boah. So. Ich habe gar keinen Bock, jetzt zurück zu watscheln. Und dann muss ich ja nochmal hierher latschen. Das ist ja auch blöd. Obwohl, mache ich eigentlich mal schnell und dann laufe ich einfach außerhalb der Aufnahme her und dann starten wir hier wieder. Jetzt, aber erstmal will ich wissen, ob es hier noch irgendwas gibt. Oder ob ich jetzt hier umsonst runter bin. Hier gibt schon mal nichts. Okay. Nicht so schlimm. Ah ja, dann muss ich wohl doch da hinten lang. Auch okay. Gut. Pass auf. Wir nehmen einen Heimkehrknochen. Setzen noch schnell die Seelen ein. Und begeben uns dann mal wieder dahin. Aufsteigen. Nee, warte.
Ach, zum Schmied komme ich ja jetzt eh nicht von hier. Von daher machen wir halt beim nächsten Mal. Kondition. So. Wir sehen uns dann gleich, also morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.